So, was ich mir noch gedacht habe, eventuell hier noch. Na, hier. Hier können wir auch das Begrünte lassen. Das ist jetzt hier nicht so schlimm. Ist jetzt nur die Frage, wie weit wir hier gehen können. Machen wir mal mit der Linie oder ohne? Machen wir ohne. So, und dann da drauf kommt noch ein Busch, dass es ja ganze vielleicht ein wenig ansprechender aussieht. So einmal hier ein bisschen zu groß, würde ich sagen, aber man kann es ja skalieren. So, und da mir die Untergrundtextur hier nicht so zusagt, könnte man hier schon mal die Flachkräuter verwenden. Ich weiß nicht mehr, früher hatte ich glaube ich die Dreier immer. Drei, genau die hier. Wenn ich mich nicht irre. So, machen wir mal da ein paar. Natürlich nicht auf die Straße, weil die Textur gefällt mir schon. Aber hier, die ist ein bisschen, naja, altbacken würde ich sagen. Na, jetzt komm schon. Wo bist denn? So, so viel braucht man gar nicht am Flachkraut. So, sieht vielleicht ein bisschen schöner aus. Das Flachkraut findet man bestimmt auch noch einen Platz, ohne dass wir es löschen müssen. Flachkraut, wo bist du jetzt? Flachkraut ist weg. Flachkraut hier. Ha. Weißt du was? Tschüss. So, ich zähle dich jetzt hier nicht auf der ganzen Anlage rum. Aber wenn wir schon bei den Flachkräutern sind, dann werden wir die doch jetzt hier verbauen. Ja, okay, nee, es muss nicht so sein, aber vielleicht können wir die hier direkt drunter einbauen, ohne dass wir da lang rumschieben. Weil das geht hier recht schön. Die müssen ja nicht überall sein, aber so ein bisschen, so dass nichts flackert, wäre gut. Und ja, hier noch ein bisschen. Flachgrat ist immer schön, wie gesagt. Also habe ich früher sehr oft verbaut, aber ja, hat halt die Datei nicht mehr, wie so viele andere auch. Also wie so viele andere Dateien nicht. Pro Hardcore EP Gamer. So. Das ist jetzt noch nicht so schön. Ein bisschen werde ich das hier noch anpassen. Vor allem muss ich hier die Höhen ändern jetzt. Aber ja. Weißt du Bescheid? Hier alles mit Flachkraut. Ja, doch, das sieht ganz gut aus. Also momentan flackert es noch, aber das werden wir beheben. Hoffe ich mal. So, hier drüben können wir auch ein bisschen machen. Ja, ich mache überall das Gleiche. Ich mag das recht gern immer. Ich weiß nicht, gibt es das in verschiedenen Größen? Ja, hätte es auch gegeben. Tut man schon wieder viel zu viel Arbeit an, die keiner braucht. Also mit den kleinen Größen da. Aber das ist nicht so schlimm. So, genau hier hinten noch. Und hier ein bisschen drunter. So, hier auch das ein oder andere Flachkraut. Und ja, wenn ich schon dabei bin, muss ich übertreiben. So, also verschieben wir das jetzt mal ein bisschen zurecht hier, das Ganze, wie es uns so gefällt. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. So. So, hier passen wir jetzt einfach ein bisschen die Höhen an, so teilweise, zumindest.
So, ja, hier habe ich jetzt die Oberleitung im Range. Nee, halt, das ist eine Lampe. So, aus wie ein Kabel. So, ich erwische die hier irgendwie gar nicht. Nehmen wir mal hier die du blöde Lampe. Nehmen wir mal hier du blöde Lampe. So, dann machen wir es mal so. Gehen wir mal 3D-Immobilien und tschüss. So, vielleicht ein bisschen besser zu arbeiten. So, hier flackert also nix. Naja, doch hier noch ein bisschen. So, das wird jetzt ein bisschen Arbeit werden, aber es lohnt sich, weil es demnach ein bisschen besser aussieht später. So, was jetzt hier rumflackert, wird angepasst. So könnte man so machen. So, ja, ich kann jetzt noch so oft so sagen, deswegen geht die Arbeit auch nicht von allein, sage ich mal. Aber ja, gerade ein bisschen Gesprächsthemen, Themen. Ja, nicht so viel. So, ich bin jetzt eine Dreiviertelstunde am Aufnehmen, das heißt, ja, es sind schon mal so mindestens zwei Folgen. Ich weiß nicht, Viertelstundenfolgen schneide ich nicht, ich schneide so 25 Minuten, 20 Minuten. Halbe Stunde. Ja, ich werde es mal sehen, wenn es fertig ist. Es sollen halt nicht mehr so viele werden. Aber ich nehme jetzt alle an einem Stück auf. Dann mache ich mein Ding, was ich so vorhab. Und dann bis dahin sind die ganzen Folgen draußen. Und dann, ja, ist die Planung. So, dann können wir die Immos wieder einplanen, einblenden. So. Gut. Schauen wir uns das Ganze mal an. Es sieht doch schon ein bisschen besser aus mit Flachkräutern. Halt, ja, hier haben wir auch noch so viele. Wir schauen uns mal um jetzt hier. Hier haben wir nicht viel gemacht. Hier ein bisschen, soweit es nicht so zu weit heraussteht, geht. So, hier flackert nichts. Hier flackert es gewaltig. So, hier flackert es gewaltig. Ja, schauen wir mal. Hier, noch, was ist denn hier los? Hier noch. Die schweben dann zwar teilweise alle ein bisschen, aber da musst du schon sehr, 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 sehr genau hinschauen, dass du das kannst. Also, ja. Gut, hier hat man noch ein paar, aber nicht viele, glaube ich. Gut, dann hätten wir das soweit. Hier machen wir jetzt kein Flachgrat, überall ist ja auch nicht schön, also, ja. Bisschen, aber nicht überall. Hier macht sich schon recht gut, weil es halt hier ein bisschen leer war, aber
Hallo Schattenbahnhof, mal wieder. Ich begrüße dich in jeder Folge neu. Supi, halt mal das. Hier sieht es noch ein bisschen kahl aus, aber ja, kann der Kahl auch nichts für. Ich hatte erst gedacht, hier noch Flachgrat, aber nee, das muss nicht sein. Ja, man könnte natürlich noch ein bisschen Menschen machen, aber wenn wir jetzt auf der ganzen Anlage Menschen verteilen, dann wäre man blöd. Gut, ja, dann hätten wir eigentlich das, was ich machen wollte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was vorhat, weil ich nämlich alles durcheinander gemacht habe, aber ja, an sich von ausgestaltungsmäßig wäre ich jetzt an meinem Punkt, wo ich sagen würde, es ist jetzt nicht wunderschön, aber es ist mal die erste Anlage, die wir fertig gebaut haben im Let's Play. Also ganz fertig sind wir ja noch nicht, aber ja, jetzt kommen auf jeden Fall dann die Buslinien. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen kämpfen mit den Straßen. Da hatte ich vorhin schon ein bisschen rumprobiert. Und ja, da ist mir viel Phänomen vorgekommen. Also Phänomen, ja. Gehen wir einfach mal in den Straßeneditor. Ich habe hier gesehen, irgendwo hier war es, genau. Hier geht schon mal eine Verbindung am Gehweg, was ja absolut nicht so toll ist. Ja. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Wir haben hier verbunden. Ich lösche einfach mal die ganzen Verbindungen nochmal. So, und jetzt schauen wir mal. Wir werden jetzt mal ein paar Enden umwandeln in Weichen. Das heißt, wir gehen mal unter Splines. Hier ist einfach ein bisschen zu kompliziert. Hier machen wir nichts. Aber zum Beispiel mal hier machen wir eine Zwei-Wege-Weiche draus. Auch hier machen wir eine Zwei-Wege-Weiche draus. Ich hoffe mal, das hat dann keine schlechten Einwirkungen. So hier auf keinen Fall, weil Doppelstraße und so. Und machen wir hier noch eine Zwei-Wege-Weiche. Gut. Dort könnten wir dann unsere ganzen Verbindungen unterbringen. Das war viel verschiedenen Verkehr. Ich sag mal, wir verbinden die zwei. Und dann läuft das Ganze nämlich auch ein bisschen noch, ich sag mal, Zufall. So, dann verbinden wir mal den hier mit dem da, dann auch noch dem da mit dem da. So, hier hat man schon eine Weiche. So, hier ist der Gehweg. Steht das Ding jetzt schon wieder raus, muss ich nochmal anpassen dann. So, hier haben wir jetzt die rechte Fahrbahn und hier die linke. Das heißt, von der linken soll es auch links wieder reingehen, beziehungsweise ist jetzt hier auch rechts, aber verbinden wir das einfach mal so. Und die hier müssen wir auch noch unterkriegen, da werden wir noch hier noch eine Weiche machen draus. Ansonsten ist alles verbunden, wie es mir scheint. Gut. Hätten wir also, das heißt, wir machen mal hier noch eine virtuelle Verbindungsweiche. Nee, schon, ich erzähle schon wieder Quatsch. Quatsch. So, was ich merke, dass also das Mausrad bei dieser Maus aufgibt, beim Aufgeben ist. So, genau hier ist noch eine Straße. Ich hätte sie beinahe nicht gefunden. So, machen wir also auch in zwei Wegeweiche. So, und jetzt können wir hier die letzte Verbindung ziehen. Habe ich jetzt die schon untergebracht oder was oder wie? Ach ja, ja, unter Straßen gehen wäre Vorteil. So, also geht's jetzt von hier, sagen wir mal, also hier runter zu. So, und dann noch hat man ja hier schon eine Verbindung. So, ich weiß bloß nicht mehr wo, irgendwo wird es fehlen, genau hier unten. Dann sollten jetzt alle Straßen verbunden sein und die, ja, wir werden noch Weichen brauchen, glaube ich. Aber an sich wird es hier, ich hoffe mal, funktionieren soweit. Wir probieren jetzt einmal mal. Wir nehmen uns mal ein PKW. Ist irgendwie was schnell ist vielleicht. Ist jetzt zwar kein Ferrari hier, aber ja, ich stelle den jetzt einfach mal hier auf die Straße. Da kann man nicht viel falsch machen. So, EEP, nicht EEP, Facebook blinkt. Nee, Handy blinkt, meine ich. Ja, ich habe nur geschaut, falls irgendwas Wichtiges noch ist. Aber es war jetzt nur, keine Ahnung, irgendwas mit Facebook. Von dem her, naja. So, wir kommen jetzt also hier rein. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine rote Ampel, wie es mir scheint. Das heißt, wir machen mal alles grün, was geht.
So, das wird auch hier die einzige Ampel bleiben. Ah ja, hier kann man sogar Orange einstellen. Okay, werden wir dann später in der Schaltung überspringen wahrscheinlich. So, mach den mal weg hier. Hat er jetzt wieder rot? Nee. Gut. Und warum? Ja, genau. Ich habe vorhin schon gesehen, dass hier irgendwo der Wurm drin ist. Irgendwas ist hier nicht richtig verbunden, glaube ich. Fahr du mal weg. So. Irgendwo fehlt es hier an der Verbindung noch. Ist nur die Frage, was und wo und wie. Ja, Signal stört auf jeden Fall. So, hier haben wir also eine Drei-Wege-Weiche. Hier hat sich wahrscheinlich irgendwas verbunden, wie es nicht soll. Nehmen wir mal das raus, so. Hier die Verbindung. Hier die Verbindung und hier und jetzt hat das, aber jetzt passt's, glaube ich. Ja. Gut, dann schieben wir das Ampelsignal-Teilbums wieder hin. So, ich will mitfahren, halt mal Stopp hier. So, geben wir mal ein bisschen Gas dem Ganzen. Ne, beziehungsweise machen wir es nicht, sonst kenne ich mich nicht mehr aus. So, wir fahren jetzt hier in dem Fall immer gleich, wie es scheint. Wir fahren schon mal rechts hier, das passt auf jeden Fall. Gut, was man jetzt machen muss, hier besser nicht. Beziehungsweise habe ich es hier. Was habe ich hier für Kontaktpunkte? Ja, Beschränkungen brauchen wir jetzt nicht. Und welchen Kontaktpunkt ist jetzt in dem Fall auch hinfällig? Das heißt, wir machen jetzt Weichenkontaktpunkte. Und zwar, ja. Na, 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 na. So, hier also auf Umschalter und in Richtung. Ja. Dann, das machen wir jetzt mal überall, aber nicht überall. Nicht, dass wir irgendwie mit den Hauptstraßen durcheinander kommen. Da, wo wir halt die Straßenbahn haben und der Doppelstraße, das kann halt die ganze Schaltung durcheinander bringen, habe ich gemerkt. Beziehungsweise es ist nicht viel Schaltung, aber allgemein kann es halt ein bisschen was durcheinander bringen. Wie ich gemerkt habe. So, hier habe ich jetzt Abzweig. So, hier Goldbahn, ne? Abzweig will ich nicht. So, Umschalter. Gut. Dann hier, das interessiert uns nicht. Das auch nicht. Gut, dann haben wir hier noch. So, und dann fahren die Autos schon mal nicht immer gleich. So, das heißt, wir fahren wieder mit oder wollen mitfahren. Wo ist das Auto? Achso, Bahnübergang. Genau, da sehe ich dann auch noch was, was ich gerne korrigieren möchte. Also, erstmal sollte ich vom Auto loskommen. So, einmal die Einstellung hier, Halteabstand mach mal 5 und Startverzögerung 3. Halt 3 und ich weiß nicht, 5 ist es zu viel. Ja, es ist zu viel. Nehmen wir hier auch 3, 3, 3, dann passt's. So, und hier ebenfalls, wenn ich die Schranke denn erwische, so genau. 3 und 3. So, also das mit dem Bahnübergang hält halt die Autos dann auch mal auf zwischendurch, ist recht schön. So, hier kommt jetzt scheinbar noch ein Zug, oder nee? Gut. Wir fahren. Es geht. Ja, hier können wir auch noch eine. Ja, genau. Können wir hier eigentlich bei den Kreuzungen auch noch machen, einen Umschalter. Genau. Kann man machen. Warum nicht? Kann man überall machen. Dann gibt es auf jeden Fall viel Verkehrsdurcheinander und so weiter. Ich hoffe mal, dass es das dann alles noch so funktioniert, wie ich will. So, natürlich habe ich jetzt was Entscheidendes vergessen. So, dass ich es heute immer treffe. Normal probiere ich immer rum hier, aber heute passt's. Gut, hier haben wir dann auch eingestellt, dass hier auch für Abzweig ist. So, dann haben wir hier noch die Kreuzung.
Nee, halt, das ist keine Kreuzung. Hier haben wir die. Ich habe mich schon gewundert. Hallo? Hallo, du da? Ja. Eigentlich aber nicht aufs Gleis. Genau, er hat immer das Gleis getroffen, beziehungsweise der Idiot hinter dem PC. Ja, aufs Gleis wollen wir es nicht setzen. So, für alle, die es wissen wollen, mein Fuß ist gerade eingeschlafen. Der linke ganz unten fühlt sich nicht so angenehm an, aber ja. So, hier, das erwische ich nicht. Das muss ja auch nicht sein. Machen wir hier noch vielleicht eins, wenn es geht. Erwischen ich die nicht? Egal, machen wir es in 3D. Da soll es auch gehen. Genau, Kontaktpunkt für Weiche. Hier hin. Ja, hier auch. Und Umschalter. So, und dann hier noch. Für Weiche. Und wenn dann ein Auto zurückfährt von der anderen Richtung, stellt es auch wieder um. Also, ich denke mal, an dem liegt es jetzt nicht mehr. So, gut. Dann ja, fahren wir wieder mit. Schau mal, wo uns die Reise noch hinführen wird. Wir speichern mal. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler zu speichern. Aber naja. Viel falsch können wir nicht gemacht haben. So. Ja, das ist zwar nicht der schnellste hier, aber wahrscheinlich hat er den Kontaktpunkt 50 eingefahren. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Nächsten Fehler, was ich sehe. Das wollte ich ja eigentlich schon zu Anfang machen, aber irgendwie ist nicht passiert. Schwuppdiwupp und der Fehler ist behoben. So, hier wird es jetzt interessant. Er fährt geradeaus. So, in diesem Fall fährt er jetzt mal links, kommt hier wieder raus. Ja, also wie man sieht, er kommt ziemlich oft an der Kreuzung vorbei, aber ja. Jetzt fährt er wieder hier, also der fährt einmal die Route und einmal die, habe ich das Gefühl. Der fährt jetzt eigentlich immer gleich. Und das heißt, es ist nicht sinnvoll. Wir machen also hier noch einen Kontaktpunkt für Weich, nee, nicht Kamera, für diese Weiche. Zeigt hier so und Umschalter. Und dann vielleicht hier noch einen. Dann gibt es vielleicht mehr Abwechslung. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, jetzt haben wir wieder so einen Fehler, der blöd ist. Wir sind jetzt also am falsch auf dem Straßenbahngleis gefahren, weil wir halt irgendwie so blöd umgedreht sind. Ich muss irgendwie schauen, dass ich das blockieren kann oder so, weil das ist echt blöd. So, jetzt kommen wir hier raus. Also, ich glaube mal, an dem fehlt es jetzt nicht. Wir fahren nochmal hier, kommen wieder hier raus. Ich hoffe, wir machen jetzt nicht immer das Gleiche. Ne, wir fahren jetzt mal hier. Hier. Ja, und jetzt sind wir wieder hier. Das ist das, was ich vermeiden möchte. Ich weiß aber nicht wie. Wo ist der? Ja, der ist hier irgendwo rausgefahren. Das kann ich eigentlich gar nicht vermeiden. Er kommt einfach hier rein und es ist blöd. Wenn wir das einfach so lassen, ich weiß nicht, ob das dann. Ja gut, der fährt nicht oft da drüber, aber das passiert. So, jetzt ist er richtig. Vielleicht, wenn ich einfach die eine Verbindung wegmache, die ich immer fahre, wenn ich falsch bin. Ich schaue jetzt nochmal, dass er die nochmal fährt. Ist die Frage dann, wo er rausfährt. Ich glaube, es war hier. Nö. Dann war es da vorne.
Nö. Okay, er kommt, also der fährt jetzt wirklich sehr verschieden. Ja, so passt auch. Also er soll halt, wenn er auf den Straßenbahnlinien fährt, dann halt richtig fahren, ne? So, welcher mal wieder, habe ich vorhin übrigens gesehen, der braucht den ganzen, die ganzen Streckenlänge, die hier sichtbar ist. Und ja. So, jetzt steht er auch schön vom Übergang, fährt zeitig los. Alles recht nett. Gut, also es passiert nicht oft, dass er mal da in die Straßenbahn reinfährt. Das ist dann auch nicht so schlimm, glaube ich mal. Jetzt fährt er wieder hier. Ich weiß gar nicht, bei welcher Verbindungsart das dann ist. Ich glaube hier. Nee. Ja, jetzt fährt er immer richtig. Also ich denke mal, man kann zulassen. Ja, jetzt ist er falsch. Okay. Jetzt ist er falsch. Ich habe jetzt nur nicht geschaut, wo er rausgefahren ist. Das heißt, wir lassen ihn mal umdrehen. Leider geht es nur noch hier. Aber jetzt wird er hier wieder anders fahren. Das ist eine Glückssache, dass er hier wieder hinkommt. Ja, genau das ist. Also praktisch. Wenn er hier rausfährt, kommt er hier rein. Darf nicht sein. Reimt sich. Darf nicht sein. Das heißt, wir müssen diese Verbindung wegmachen. Gehen also Straße. Ja, aber wir müssen ja irgendwie rauskommen. Also müssen wir diese Verbindung eigentlich lassen. Ich schaue jetzt mal, wo geht denn hier die zweite Verbindung hin? Virtuelle Verbindung von hier nach hier. Ich muss irgendwie eine Verbindung hier rein zu haben. Aber ich darf nicht in diese Richtung rausfahren, glaube ich. Ich glaube, ich darf nicht in diese Richtung rausfahren. Wie könnte ich das verhindern? Das geht eigentlich gar nicht. Mir fällt jetzt nur eins ein. Das ist zwar auch nicht so schön dann, aber besser wie nichts. Besser wie wenn er auf der Straßenbahn fährt. Wir machen hier einen Fahrzeugkontaktpunkt. Stellen hier auch mal die gewollte Geschwindigkeit ein. Nee, nicht 500. So, und machen hier eine Fahrtrichtungsumkehr. So ziemlich am Schluss schon. Aber nur in diese eine Richtung. Also, das war diese da, glaube ich. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir da nochmal drüber kommen. Und dann soll es nicht mehr passieren, hoffe ich. So, fahren wir jetzt mal zurück. Ja, das wäre jetzt auf gut Glück, dass wir wieder gleich zurückkommen. Aha, jetzt sind wir hier. Hier fahren wir aber nochmal nie. So rein zumindest. Hallo S-Bahn. Also wir haben hier schon ein paar Straßen, es ist recht schön geworden, wie ich finde, aber das mit der Straßenbahn hätte man eigentlich extra machen sollen, einfach mittendrin irgendwo. Aber ja, es ist jetzt so. So, jetzt fahren wir hier raus. Er ist immer noch hier. Warum? Das hätte jetzt nicht sein sollen. Er hätte ja eigentlich hier Fahrtrichtungsumkehr. Warum hat er das nicht gemacht? Vielleicht war der Kontaktpunkt zu weit vorne. Ach so, das ist mit Verzögerung der Fahrtrichtungsumkehr. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, aber dann dreht er auch nicht um, dann fährt er rückwärts. Ja, das ist auch blöd. Ja gut, dann haben wir das einfach so. Es geht leider nicht anders. Es wird bestimmt eine Möglichkeit geben, aber die wäre dann wahrscheinlich mega kompliziert. Naja, vielleicht auch nicht. Gut, dann hätten wir das. Ich mache jetzt einfach mal nur noch, ja, ich erstmal ein paar Autos auf die Straßen, würde ich sagen. Allerdings nicht hier, weil hier kann zu viel Durcheinander passieren. Das mache ich alles mal hier.
Also es sollen jetzt schon ein paar Autos sein. Ein paar verschiedene. Hier gibt es ja mehr Autos wie in den Immobilien. Naja, nicht wirklich. So, auch mal ein altes Postauto, ein neueres Postauto. Ja, so ein Auto. Von mir aus den da noch. Und den da. Also dann auf jeden Fall ein LKW. Den da und den da. Ich weiß gar nicht, wie man das mit den Bussen einbinden soll. Ich glaube, dass das ein bisschen blöd wird. Das muss ich dann noch probieren. Vielleicht machen wir es auch nicht.